Hallo, mein Name ist Martin Junge. Das Ding hat doch einen Boden, oder? Was für ein Feuer, Alter. Guck dich mal um hier. Alter, dein Ohr. Suck ich sehr nah an meinem. Können wir vielleicht einmal was Schönes machen? Halli, hallo, Leute. Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Survival Martin. Eine Premiere, ein nagelneues Format. Und dazu habe ich mir aber jemanden eingeladen, und zwar... Fritz ist wieder mit am Start. Ich habe ihm gesagt, nimm dir 24 Stunden Zeit und Axt. Und nein, davon habe ich nichts erzählt. Aber ist egal. 24 Stunden Zeit. Heute heißt es Überleben mit. Hast du eine Idee? Hallo! Guck mal, Fritz. 24 Stunden Überleben in einem Tiny House. Wie kommt man dazu? Ganz einfach. Stell dir vor, wir waren auf der Weihnachtsfeier. Ne, wir beide unterwegs. Hatten viel Spaß. Ich habe den Punsch mit Glühwein verwechselt. So Leute, ich bin hier mit Martin zusammen auf der Weihnachtsfeier im YouTube Space. Glühwein ist am Start. Was ist denn aus der Weihnachtsfeier? Ich sag mal, so wichtig ist, dass man... Und kommst nach Hause und stellst fest, Schlüssel weg. Nee, man kennt es. Okay, jeder kennt es. Jeder von euch. So. Und jetzt kommt's. Ihr geht auf die Terrasse, auf euer Grundstück, euren Garten, völlig egal. Und da steht so ein kleines Tiny House. Ich habe mir überlegt, reicht das? Dann machen wir Feuer jetzt. Nein, warte, 24 Stunden überleben. In dem Ding. Das ist das neue Format. Überleben mit. Tiny House. Spielzeughaus. Und darum sind wir heute hier. Weil ich diese Idee hatte. Ja. Genau. Hast du mal nach oben geguckt, ne? Es ist halt leicht feucht heute, ja. Aber das ist ja genau das Ding. Du hast ja nicht immer schönes Wetter und es ist nicht immer warm. Wir beide, hier, 24 Stunden. Ja, der Klassiker, ne? Man kennt's, ich wieder schön am Arbeiten unterwegs, Prepper-Camp-mäßig. Und plötzlich, pling, Nachricht von Martin. Ich suche ihn mal kurz raus. Oh, Fritz, ich hab ne Idee. Du musst dir auf jeden Fall Zeit nehmen. Gib mir ein Wochenende, wir beide fahren raus. Wird mega krass. Wird mega krass. Ey, lass dich überraschen. Mega geil wird's. Du bist dabei, oder? Also Überraschung war es auf jeden Fall. Mega geil. Schwierig. Es ist immer der gleiche Mist. Los, komm, es regnet. Wir müssen uns ein Haus bauen. Schlimmer als die Rettungsinsel? Ich. Martin, ehrlich, wird's schlimmer als die Rettungsinsel? Gott, ich hab Angst, er hat eine Axt. Warum hast du denn eigentlich eine Axt bei? Ach, die hast du bei der Weihnachtsfeier vom Hau den Lukas mitgenommen. Na, also, es ist halt so, wie es ist, ne? Natürlich befinden wir uns beide im Szenario. Wir werden natürlich... Hallo, hör doch mal auf! Der macht das hier kaputt. So. Szenario. Szenario. Und das Szenario beginnt genau jetzt! Also während Fritz quasi jetzt das Ding zerlegt und kaputt macht, die wahrscheinlich ertrinken werden, weil es von oben so viel regnet, habe ich mir überlegt, ist das hier ein schöner Platz, weil ein bisschen eben. Wie genau? Werden wir gleich sehen. Wir bauen jetzt erstmal auf. Kleine Gewinnspielaktion zwischendurch, Freunde. Es ist kurz vor Weihnachten. Ich habe überlegt, ich will euch auch was zurückgeben. Ich habe hier 5 Hoodies, 5 T-Shirts. Das Einzige, was ihr machen müsst, ihr geht auf Instagram, kommentiert dieses Foto. Und ich wähle aus all meinen Followern und Kommentaren aus, damit das hier quasi zu euch kommt. Hashtag, ich habe die geilste Community. Muah. Hallo, du hast doch... Wie lange willst du das noch machen? Ja, du hast doch eine Axt. Mach das Ding doch jetzt erstmal auf, Alter. Ah. Ey. Was? Das ist noch trocken. Das ist noch trocken. Das ist trocken. Das ist noch trocken. Ja, ja, gib mir mal ein Stück ab, Mann. Wegen Feuer. Gib mir auch ein Stück. Wir müssen das safen, weil es regnet ja, weißt ja, du? Ja, und für Feuer und so. Wir müssen hier heute Nacht überleben. Dazu ist ein Feuer natürlich lebensnotwendig. Kurze Frage. Ich sehe geil aus. Kurze ist Frage. Ist nicht ein bisschen klein? Es ist ja ein Tiny House. Aber ich lese erst mal die Anleitung. Jetzt sind alle genau so. Die Funde, da was in den Hund. Ei! Das hier. Muss ganz ehrlich, ich hab richtig Lust drauf auf den Mist hier. Aber ich sag's dir nochmal: normal kann jeder. Da fehlt doch ein Boden. Wo ist der Boden? Wo ist der Boden? Das Ding hat doch einen Boden, oder? Hat das keinen Boden? Ey. Oh, oha. Das Ding hat keinen Boden? Das Ding hat keinen Boden. Oh, das wusste ich nicht. Ist das dein Ernst? Also, Real Talk? Kein Boden. Was machen wir da? Ich sag mal so, Leben in der Lage, wir haben improvisiert. Aber das hätte auch richtig schief gehen können bei diesem nassen Boden. Ich leg einfach die Farbe drunter, dann kuscheln wir. Komm, wir sind doch Freunde. Martin, ich glaube, ich möchte das irgendwann bald nicht mehr, okay? Können wir vielleicht einmal was Schönes machen? Habt ihr vielleicht mal eine Idee für was Schönes? Und nicht mal für diesen hier? Rein in die Kommentare, wenn ihr was Schönes habt. Ey, für uns beide. Ja, für mich. Ja. Auch. Ich möchte einmal mal was Schönes mit Martin zusammen erleben. Und nicht immer diesen Mist hier. Und dann reden wir die ganze Nacht und ziehen uns Schlafanzüge an und trinken Milch dazu. Tag.
Was? Buddy-Tag. Ja! Oh ja. Eins für Kekse. Eins in Chat. Eins in Chat für Kekse. Wie hast denn du die da reingedrommelt gekriegt? Ja, mit der Hand, Junge. Es ist mir ein innerliches Fest. Fritz am Limit, eine neue Folge hier auf meinem Kanal. Aber ich freue mich, jetzt schon auf eine Folge mit was Schönes. Ja. Oh ja, lass überleben uns mit was Schönem. Oh, das wäre so herrlich. Ah, mir tropft irgendwas in den Nacken. Ich krieg's nicht rein. Ja, es ist wie immer. Martin kriegt ihn nicht rein. Meinst du, wir kriegen überhaupt ein Feuer an? Was für ein Feuer, Alter? Guck dich mal um hier. Hier. Martin, ich sag dir eins. Wenn das Ding hier kaputt geht und wir nachher es hier von oben reintropft, dann werden wir nass. Hast du dich beruhigt? Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Gönn dir ein bisschen was. Ja, es ist halt für die Beruhigung. So, die einen essen halt irgendwas Normales und Martin isst halt eine Pappe. Jeder so, wie er möchte. Jedem Kind sein Luftballon. Wenn ihm die schmeckt, soll er so genießen. Bitte regelmäßig auf Sicherheit und mögliche Beschädigungen überprüfen. Gegebenenfalls durch geeignete und neue Ersatzteile austauschen. Hast du Ersatzteile dabei? Hast du das Ersatzteile-Kit mitgekauft? Nee. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Korrespondenzen auf. Geil. Martin? Ja. Das würde ich dir vergeben. Okay, ich pack das in. Also, das Ding drauf und einklicken. Ja, lass mal hinten bei dir. Ich seh's nicht. Ja, da, okay. So, so ist gut. So schnell dachte ich. Jetzt lass noch trocken. Ja, ja, die ist noch trocken. Die bleibt auch noch kurz trocken. Weißt du? Ja, ich hab. Sag doch mal was. Ich seh doch nicht so. Ach, hier. Okay, ich hab hier was geklickt. Hier ist auch. Hier klickt's. Voll der Mist, ey. Hör doch mal auf. Das ist total cool. Es regnet hier oben sofort rein. Was ist das denn hier? Geh doch mal einfach, mach doch mal eine kleine Roomtour. Ich mach hier oben weiterhin dicht. Und ich bin mal gespannt, wie die Pappe in einer Stunde aussieht. Okay. Ab wann der Moment kommt, wo wir mit dem Finger nach unten in den Boden drücken können, weil sie durchgeweicht ist. Ich bin der Meinung, dass... Ich bin der Meinung, das Ding wird safe trocken. Das ist... Was? Nee. Und ist gut? Sei mal ehrlich. Komm mal rein. Wie soll ich denn? Wie bist du hier reingekommen? Ja, du musst quer. So? Ja. Du musst dich drehen um 90 Grad. So? Ja. Ah, okay. Oh, mach mal vorsichtig. Okay, warte. Okay, warte. Im Vergleich zur Rettungsinsel, von der Größe her? Fast genauso. Von der Fläche her unten. Nee, ein bisschen weniger, ne? Ein bisschen weniger, oder? Ein bisschen, ja. Und man muss dazu sagen, dass diese Rettungsinsel... Man kann sich nicht anlehnen. Genau, das ist das Problem. Man kann sich nicht anlehnen. Weil wenn ich mich anlehne, ist das Haus kaputt. Ja, okay, aber da können wir eine Lösung finden. Mhm, okay. Ich hab die nicht. Ach so. Du müsstest sie ja noch finden. Schön. Ja, okay, pass auf. Wollen wir mal eine Sache testen? Oh bitte, aber nichts kaputt machen. Okay? Nee, stell dir vor, wir müssen jetzt schlafen. Ach genau, lass mal, genau. Liege Endposition. Lassen wir die Schuhe an? Nee, ich zieh die aus und stell die draußen in den Vorgarten. Wie hast du das geschafft? Wieso bist du so gelenkig? Mein Bart hängt mir schon im Nasenloch, ey. Ich komm nicht klar. Ich glaube, wir machen das anders. Du bist sehr nah. Ich wirklich sehr nah an meinem. Ich weiß nicht, was. Deine Hand an meiner Hüfte ist etwas verstörend. Geht klar. Ich würde sagen, das geht klar. Das geht so klar. Ich find's voll gemütlich. Echt, also. Weißt du, was mir auffällt? Es regnet mir in mein Gesicht rein. Wie geht denn das? Na, hier durch das Fenster. Ah, ja. Ich bin natürlich kein Unmensch, ne? Und auf jeder Terrasse und in jedem Garten befinden sich ja natürlich auch Sitzgelegenheiten. Möbel. Willst du noch einen Stuhl hier reinstellen oder was? Super Idee, Martin, echt. Klasse. Nein, aber es gibt doch auch dazu Kissen und Decken. Ja. Und die holen wir jetzt. Ich habe einfach mal ein Potpourri aus Decken und Kissen organisiert. Sind die wasserabweisend? Nein. Das sind Decken. Was soll das? Das sind doch keine Latexlaken. Das ist ein Argument, ja. Und ich habe sogar eine Matratze. Weil es gibt normalerweise nämlich... es gibt für diese Tiny Houses auch Matratzen. Ja, nee. Wollen wir die mal holen? Gerne. Also ich hole die. Gerne, ich habe richtig Lust. Okay. Martin! Ich mach nichts. Pass auf, das ist unsere einzige Rettung. Oh, Alter. Oh, Alter, das Ding war richtig teuer. Ich kann das nicht einfach zerschneiden, ey. Boah, Schnick, Schnack, Schnuck, komm. Was? Schnick, Schnack, Schnuck? Alter, ich kann doch nicht so eine 300 Euro machen. Also ich weiß nicht, was Greta zu dieser Aktion sagen würde. Hallo! Wollen wir da? Fritz, jetzt! Ich möchte mich kurz mit den Zuschauern unterhalten. Fritz, wir müssen jetzt... Hallo, mein Name ist Martin Junge. Und ich habe in der dumme Idee.
Kurze Frage, wenn du auf so einer Weihnachtsfeier bist, weil das ist ja das Szenario. Hast du da immer ein Messer am Mann? Ja. Okay. Ey, wir sind Buschknopf da. Komm hier, gleich doppelt, doppelt. Doppelt? Ja, so hier. Als Couch. So. Okay, und jetzt müssen wir das wieder rüberpacken. Okay, jetzt kommen die Kissen. Oh, das ist gut. Hey, das ist gut. Ich komme hier nicht mehr raus, das sag ich dir so, wie es ist. Ach so, da seid ihr ja. Also ich habe mir hier eine kleine Höhle gebaut. Ich muss wirklich eingestehen, es ist gerade schön warm hier drin. Ich habe die Kissen zwischen meine Beine geklemmt und die Decken über mich drüber. Ist gut. Ich geh jetzt rein! Hallo. 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 Martin, komm doch mal rein. Du hast dein Knie verbrennt. Kannst du mal rein? Katharina, komm rein. Kannst du einfach mal... Aua! Ich hab das ist das Scheibenkleister. Ja, komm rein. Ja, warte doch mal. Mein Freund. Ach, oh, das war knapp. So, ich bin jetzt drin. Weiter komme ich nicht. Da komme ich nicht. Hallo! Warte mal auf, bitte. Was denn ist ein. Oh, du hast aber ein großes Ohr. Alter, dein Ohr! Dein Ohr, Jonas! bist du Ohrnass oder was? Geil, hast es jetzt bald! Sieht das geil aus, Alter! Okay, wir hören jetzt auf den Spaß. Immer die Nase noch. Oh. Aber eine Sache kann ich dir sagen. Ja. Nach 10. Die Kappe ist umgefallen! Nach 10 bis 15 Minuten wirst du Schmerzen in den Füßen und Knien bekommen. Glaube ich nicht. Ich bin ja gelenkig. Ist ja nicht so, als lag ich ja schon eine halbe Stunde lang drin vorhin. Während du da draußen irgendwie, keine Ahnung, Twist-Zeug gespielt hast. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ja? Ich bin unglaublich nicht zuversichtlich. Ich habe tatsächlich einfach Angst. Wovor? Ich bin tatsächlich in so einem Moment gerade, ich habe richtig Angst vor der Nacht. Oh. Jetzt ist ja noch Tag. Aber warum? Also wovor? Vor der Kälte. Ja, vor der Kälte. Mhm. Und dass die Füße absterben und wir dann halt morgen. Ja, das passiert jetzt schon. Es kribbelt schon wieder. Echt krass, bei mir nicht. Bei mir kribbelt nichts. Gib mir mal einen Snickers, oder? Ich hab mega. Hast du was dabei? Ja, klar. Als ob. Klar. Was hat man denn immer bei? Na, Runtime. Richtig. Schokoriegel! Wuhuhu! Oh. Oh, läuft, Freunde, jetzt. Darf ich das? Du hast mir gerade ins Auge gespuckt. Alter. Das weißt du doch nicht. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ja. Jetzt mal wirklich mal ernst. Ja. Hast du dich mal testen lassen? Auf was? Auf Hepatitis oder was? Von Beklopptheit her. Mhm. Willst du die, also eine Real Story? Ja, es laufen ja gerade keine drei Kameras, sag ich mal. Also die sind ja hier unter uns, weißt du? Dann saß wir da beim Arzt, ich gehe da rein, hab mit dem ein Gespräch, weil die machen erstmal so ein Vorausscheid. Mhm. Vorausscheid, man kennt ihn. Was hat der Typ gesagt? Zitat, der hat kein ADS, der ist einfach nur ein bisschen drüber, das war's. Und dann konnte ich wieder gehen und seitdem waren die Lehrer auch ruhig. Hast du mal eine Ausbildung als ein Lehrer gemacht? Ibens, der Lehrer. Von Grundschule her. So kann man ein Video auch füllen, auf jeden Fall. Schokoriegel fressen und Scheiße labern. Oh, ich find's gut. Nee, ja. Das biegt sich. Das. Freund. Guck dir die Beule an. Das explodiert gleich das Haus. Ich werde das jetzt auch irgendwie beschweren oder so. Ich werde mich beschweren. Kannst du bitte ein bisschen leiser sein? Ich versuche hier mit auszuruhen. Ja, guck mal. Safe. Safe hält das nicht mehr um. Das ist unglaublich, der Typ. Gut, dann würde ich jetzt gerne wieder reinkommen. Geht das? Na klar. Ich bin jetzt dafür, dass wir jetzt ein Feuer machen. Ich will draußen ein Feuer machen. Es ist einfach kalt hier drin. Ich überlebe das nicht. Ich will ein Feuer, ich will meine Hände wärmen. Ja, und dann zieht der Rauch hier rein, das oder ist was? Doch egal. Nein, es ist nicht, aber wir kriegen das schon hin. Dann machen wir vorne dicht, aber... Nee, das kommt nicht. Nee, komm, lass ein Feuer bei Regen machen. Ja, super Idee. Klasse. Wenn ihr wissen wollt, ob wir das hinbekommen, ob wir hier ein Feuer ankriegen und ob wir die Nacht überleben, dann abonniert sofort diesen Kanal und lasst mir einen Daumen da und guckt euch Teil 2 an. Dein ja, guckt doch bei mir vorbei, wenn ihr Bock habt. Wer schwitzt, stirbt zum Beispiel noch lieb. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht. Und am Ende überlebt er nur knapp.